Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt böse Väter. Ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr einen bösen Vater habt oder hattet. Einen Vater, der euch sehr zu schaffen gemacht hat, der euch vielleicht großes Leid zugefügt hat, der euer Leben sehr schwer gemacht hat. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, von diesem Vater, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht ist Bianca. Und Bianca ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Bianca. Du erzählst von deinem Vater. Ja. Ja. Warum war er? War er oder ist er böse? Er ist ein Alkoholiker und er hat geschlagen. Mhm. Und später halt auch viel Psychoterror gemacht. Also, du bist in der Kindheit geschlagen worden? Ich bin, glaube ich, nicht ganz so viel geschlagen worden. Ich kann mich daran also weniger erinnern. Aus einer Geschichte her weiß ich auch, dass ich mal ziemlich vertrimmt worden bin. Mhm. Aber richtig mitbekommen habe ich eigentlich immer nur, dass er meiner Mutter was angetan hat. Ach so. Kann sein, dass die Sachen mit mir, dass ich die selbst verdrängt habe. Bist du Einzelkind? Nee, nicht ganz. Also ich habe noch einen älteren Bruder. Ja. Der hat auch ganz schön gelitten darunter. Es war aber nicht das Kind von ihm. Welche Erinnerungen hast du daran, dass er deine Mutter geschlagen hat? Also das Einschneiden war damals, wo ich 4 Jahre alt war. Da gab es ziemlich Zoff alles und ich bin daneben rausgegangen aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer rein und habe halt mitgekriegt, auch wirklich, kann ich mich ziemlich gut noch daran erinnern, wie er halt auf meine Mutter eingeschlagen hat. Das erinnerst du noch, obwohl du erst 4 Jahre alt warst? Ja. Mhm. Ich weiß, dass damals dann die Szene war, dass dann irgendwie die Polizei in der Tür stand und dass sie den mit 3-4 Leuten festgehalten haben und von meiner Mutter weggezogen haben. Das war wahrscheinlich so ein einschneidendes Erlebnis, dass man das wirklich als 4-Jähriger so speichert, dass du es heute als 30-jährige Frau immer noch in Erinnerung hast, ne? Ja, weil meine Mutter anschließend auch ins Krankenhaus gekommen ist, weil die sehr schwer verletzt war. Sie hatte da eine Niere runtergetreten bekommen. Mhm. Und mussten sie dann halt eine Notoperation rausmachen und daraufhin hat meine Mutter auch irgendwie einen Herzstillstand gehabt und lag dann auch 5, 6, 7 Tage irgendwie im Koma. Wie dramatisch, wie dramatisch. Und du, fast 4 Jahre alt, wo warst du damals dann während dieser Zeit, als deine Mutter im Krankenhaus lag? Ich bin dann zu meiner Tante untergekommen. Mhm. Ist denn deine Mutter dann wieder zu dem Mann zurückgegangen danach? Wir sind dann erst wieder weggegangen von ihm und er hat uns dann ausfindig gemacht und hat dann so einen Terror gemacht, dass meine Mutter ihn dann halt erstmal reingelassen hat, damit die Nachbarschaft nicht alles mitkriegte. Ja. Er hat es also immer wieder geschafft, reinzukommen in unser Leben. Und das heißt, du bist dann mit ihm, du bist mit ihm aufgewachsen, ihr wart zusammen? Ja. Und deine Mutter ist heute noch mit ihm zusammen? Nein. Sie hat also damals, wo ich 7 Jahre alt war, hat man nochmal einen Break geschafft. Da sind wir dann raus und dann war ich auch, meine Mutter ist zu einem anderen Mann gezogen und er hat dann Terror gemacht. Die waren eigentlich nicht verheiratet, dadurch hatte er nicht diese Rechte, die Väter sonst haben. Ja. Und damit er nicht Terror machte, war es halt so, dass ich einmal im Monat irgendwie hin durfte und da hat er mich festgehalten. Und hat mich dann im Endeffekt irgendwie auch zum Jugendamt geschleift und da war ich dann auch erstmal ein halbes Jahr in Pflegefamilie. Ja. Und damals durfte ich nur mit der Bedingung zurück, dass meine Mutter auch wieder mit ihm zusammenzieht. Mhm. Und das hat die Mutter dann auch getan? Ja, weil sie mich ja wieder haben wollte. So, wenn jetzt solche schlimmen Sachen schon passiert sind, wie du sie gerade beschrieben hast, die Niere weggetreten, Herzstillstand, Koma und so etwas, hat er sie hinterher, als du älter warst und das dann noch besser beobachten konntest, wieder so geschlagen und hat er wieder gemacht? Er hat sie immer geschlagen, er hat auch immer rumgebrüllt und er hat auch Möbel zerschlagen und er hat meinem Bruder auch mal sehr heftig eine geklebt, sodass er leider auch noch unglücklich gefallen ist, dass er sich ziemlich verletzt hatte. Mhm. Und wie alt warst du denn, als deine Mutter sich dann doch endgültig von ihm getrennt hat? Ja, das war das dann mit 7, aber dann hat er halt immer noch weiterhin Telefonterror gemacht. Nee, 8 war ich glaube ich schon. Dann hat er einen Telefonterror gemacht und irgendwie war da ein bisschen Ruhe. Mhm.
Und als ich 15 war, sind wir wieder mit ihm zusammengegangen. Damals hatte ich so gesagt, Mama, wenn der hier einzieht, dann hau ich ab. Aber sag mal, was ist denn da mit deiner Mutter los? Wie kann man denn so etwas tun? Wie kann Frau denn so etwas tun? Das habe ich mich jahrelang auch gefragt, dass ich das nicht verstehen konnte, warum sie das gemacht hat, wo ich auch sage, also einerseits sagt sie, sie wollte mich halt nicht ohne Vater aufwachsen lassen. Ja, aber gut, was ist denn das für ein Vater gewesen? Das ist ja ein Teufel gewesen. Sie hat ihm auch immer wieder geglaubt, dass er das nicht mehr macht. Aber wie naiv und wie dumm letztendlich. Na gut, also da möchte ich so ein bisschen in Schutz nehmen, insofern, ich habe vor drei Jahren ungefähr, habe ich halt von meiner Mutter ihrer Schulfreundin eine kleine Story erzählt bekommen, woraufhin mir das dann klar war. Meine Mutter ist schon von ihrer Mutter geprügelt worden und fand das dadurch, hat das nicht so richtig abgescheckt irgendwie. Ja, das ist dann so psychologisch erklärbar. Ja. Dennoch steht man natürlich als Außenstehender fassungslos davor, dass eine Frau zu einem Mann zurückgeht, der sie fast totgeschlagen hat. Ne? Ja. Fast totgeschlagen hat. Wie geht es deiner Mutter heute? Also wir hatten uns dann, als ich 17 war, bin ich abgehauen von zu Hause. Er hat da damals sehr viel Psychoterror gemacht, was ich noch schlimmer empfand. Hat rumgebrüllt und hat ja mich nachts aus dem Bett geholt und so, als ich in die Schule gegangen bin und habe im normalen Unterricht dann halt geschlafen, weil ich halt nachts nicht schlafen konnte. Ja. Das ging also über 3 Monate. Und dann bin ich näher von zu Hause abgehauen, bin beim Bekannten damals untergekommen. Ja. Und dann habe ich gewartet, also meine Mutter hat schon eine eigene Wohnung wieder gesucht und dann bin ich auch wieder zu meiner Mutter zurückgezogen. Und die Frage war, wie es deiner Mutter heute geht? Und heute, ich weiß nicht, wie sie das überwunden hat, wie sie damit fertig wird, dafür bewundere ich sie. Sie kommt damit, habe ich das Gefühl, besser mit klar. Sie hat dann kurz danach auch einen Mann kennengelernt. Sie hat mit dem keinen Kontakt mehr mit deinem Vater. Hast du denn mit deinem Vater noch Kontakt? Ich sehe ihn auch nicht mehr als meinen Vater an, er ist mein Erzeuger. Gut, hast du mit deinem Erzeuger noch Kontakt? Nein. Auch nicht? Ich will ihn auch nicht mehr. Ich weiß, dass ich ihn, also wo ich ungefähr 24 war, habe ich in einem Bistro gearbeitet und habe dann rausgeguckt und ich habe ihn sofort erkannt. Und ich weiß, dass ich damals innerhalb von 2 Sekunden kreidebleich gewesen war, von oben bis unten am Zittern war und habe gesagt, ich muss hier raus, Leute. Ist das Gefühl so gravierend negativ, dass wenn du beispielsweise die Nachricht jetzt bekämst, hier dein Vater, dein Erzeuger ist gestorben, dass du sagen würdest, ist mir egal oder gut so? Ist mir egal. Ist dir egal. Das wäre mir wirklich vollkommen egal. Ja. Und du machst, so habe ich das gerade verstanden, deiner Mutter keine Vorwürfe. Nach dem Motto, wie konntest du zulassen, dass ich in der Nähe von diesem Teufel bin? Das ist nicht der Fall. Ich kann ihr gar nicht den richtigen Vorwurf machen, weil ich habe sie dafür viel zu lieb. Und sie selbst eben auch Opfer war bei dem, bezogen auf den Mann und eben auch bezogen auf ihre vorhergehende Vergangenheit. Ja. Ne, so wie du es gerade geschildert hast. Deswegen kann ich, also ich verstehe es, ich kann es zwar für mich auch nicht nachvollziehen, wirklich, aber ich will sie auch nicht vorwerfen, dass sie es gemacht hat. Weil sie dafür haben wir immer, wenn ich ein Problem hat, stand sie immer hundertprozentig hinter mir. Es ist ja jetzt auch, es würde auch ja jetzt nichts mehr bringen. Und es ist ja gut, dass du mit deiner Mutter einen guten Kontakt hast und dass ihr beide euch gut versteht. Ja. Das ist ja ganz wichtig. Und ich muss sagen, also ich hatte auch danach sehr viel Angst gehabt, dass er immer meine Adresse rauskriegte. Mhm. Aber die Angst ist jetzt. Die ist weg, weil ich 200 Kilometer weit weg bin. Ah, ja. Das habe ich auch, also ich bin jetzt seit 3 Jahren da weg und habe halt vor 3 Jahren, als es das erste Mal an meiner Tür klingelte, das erste Mal, ohne dass jemand sich angemeldet hat, das erste Mal gemerkt, ich kann die Tür aufmachen, ohne Angst zu haben, dass er davor steht. Und so soll es auch bleiben. Und das war für mich so dieser Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, ich möchte nie wieder in diese Gegend ziehen, wo ich weiß, dass er wohnt. Das kann ich nicht. Ja, verstehe. Da hatte ich immer Angst. Ich habe nie einen Namensschild dran gemacht. Ich habe kein großes, meine Telefonnummer gegeben, weil ich immer Angst hatte, dass er es rauskriegt. Und wenn er es rauskriegt hat, er hat wirklich Terror gemacht. Das hat sich jetzt alles beruhigt. Durchs Weg. Ne? Das ist weg. Und so soll es auch bleiben. Ja. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute und schönen Gruß an deine Mutter. Danke. Tschüss, Bianca. Unser Thema heute Nacht heißt böse Väter. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr einen bösen Vater hattet oder habt.
Und wenn ihr wollt und mir davon erzählen möchtet, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder mailt mir, Faxnummer habe ich gerade schon gesagt, mailt mir unter 1live.domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Christina und Christina ist 56 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du hast auch einen bösen Vater. Ja, ich mache es sofort. Jetzt habe ich doch ganz ausgemacht. Bitte, ja, also, sonst können wir nicht richtig reden. Ich glaube schon von vornherein, dass ich nicht die ganze Stunde deine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen kann, aber das geht ja nun leider nicht. Christina, du willst auch von deinem Vater erzählen? Nein, ich will nicht von meinem Vater, sondern von meinem Lebensgefährten. 23 Jahre lang war er mein Lebensgefährte und unsere gemeinsame Tochter und das Verhältnis Vater und Tochter, darum geht es. Erzähl mal. Es war also so, ich habe das auch dem Mitarbeiter schon gesagt, es ging darum, dass er ein furchtbar fanatischer Tennis-Fan war. Tennis-Fan. Mhm. Und er, ja, es ist, klingt lächerlich, aber es ist leider gar nicht lächerlich. Ja. Und das Ganze drum und dran, ich wollte eigentlich sagen, dass auch verbale Beschimpfung, ohne dass irgendwelche direkten sexuellen Übergriffe stattgefunden haben, auch für das spätere Leben eines jungen Menschen solche verheerende Spätfolgen haben kann. Glaube ich. Dass das, ohne dass es ein prügelnder Vater war. Was Worte anrichten können bei einem natürlich besonders hypersensiblen Menschen, das ist ganz katastrophal. Sag mal ein Beispiel, wie er dieses Mädchen, mit welchen Worten er dieses Mädchen attackiert hat. Ganz kurz aus, wir haben meine Tochter und ich und der Vater, er war Arzt, ich war Krankenschwester und wir haben in Libyen gelebt. Mhm. Und zwar war er dort Kompaniearzt in einer Ölgesellschaft, einer Ölförderungsgesellschaft. Wir hatten eine Klinik und betreuten da 800 Mitarbeiter aus allen verschiedenen Ländern und meine Tochter war mit. Und da gab es natürlich keine Schule, das war mitten in der Sahara. Es gab keine Schule, es gab keine anderen Kinder für sie, es gab keine Frauen zum Austausch für mich, es gab keine Abwechslung, kein Fernsehen, kein Kino, kein Theater. Wir hatten zwar einen Fernseher, aber nur Sportvideos dafür, um anzuschauen. Vor allen Dingen Tennis natürlich. Ja, es war vor allen Dingen musste es ja so sein, dass sie musste gesund ernährt werden. Sie hat seit ihrem 10. Jahr Bulimie. Jetzt sag mir mal ein Beispiel, was der Mann, der Vater, der Tochter mit dem Mädchen gemacht hat, verbal. Also er hat sie beleidigt. Es wurde also gelobt und beleidigt und heruntergemacht, alles je nach Leistung, und zwar Tennis. Es ging nur um Tennis. Das heißt, Leistung bedeutet, er wollte aus dem Mädchen einen Tennisstar machen? Genau, wir hatten also einen Tenniscourt hinter der Klinik und dort waren also sehr viele, waren Europäer, Filipinos, die spielten alle Tennis und sie hatte da also Partner, sie war aber erst 7 Jahre alt. Es fing also mit 7 Jahren an. Also er wollte das Kind regelrecht züchten. Züchten. Wir sind aus Deutschland damals weggegangen, weil er ein Spieler war. Er hat also alles verspielt hier. Und in Libyen konnte man nur beten und arbeiten. Und da dachten wir, das wäre dann erstmal für ein bisschen Geld anzusammeln der richtige Ort. Wollte denn das Mädchen? Hatte das Mädchen in einer gewissen Weise? Nein, anfangs war es ein bisschen spielerisch. Also ein Schläger und das ist ja auch am Anfang. Und es gab ja auch dort gar nichts anderes für sie. Sie musste also, und es ist sehr heiß dort, sie musste also, während wir in der Klinik arbeiteten, hinten, da gab es eine Wand, eine Spielwand, wo man Aufschläge üben konnte. Da musste sie also ganz alleine 3 Stunden in der Sonne spielen, bis es dann nicht mehr so halb zwölf nicht mehr auszuhalten war und kam dann zurück. Es wurde abends Tennis gespielt, stundenlang. Ja. Und nachdem wir dann wieder zurückkamen, sagen wir mal um Mitternacht, da war es sehr kühl, deshalb blieben wir lange draußen, musste sie noch so auf einem Heimtrainer noch 2 Stunden fahren, bis sie dann ins Bett durfte. Das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen, ja. Und das heißt, wenn sie die Leistung nicht erbracht hat, hat er sie richtig... Dann war sie beschimpft, regelrecht. Ja, ja. Also immer runtergemacht, immer runtergemacht. Wie viele Jahre ging das so? Das ging Jahre, wir waren da 8,5 Jahre. Wann hat er denn, wie alt war sie, als er kapiert hat, es funktioniert nicht, ich kann dieses Kind... Nein, das hat er nie kapiert. Wir sind dann weggegangen, wir sind dann nach 8,5 Jahren sind wir dann nach Malta gegangen, wollten dann nur einen Urlaub machen und eine Praxis in England aufmachen. Eine ärztliche Praxis und dann hat aber auch innerhalb von 1,5 Jahren das ganze Geld verspielt. Dort ging es, wurde es dann noch schlimmer. Dort gab es natürlich viel mehr Fazilitäten für Tennis, große Sportclubs und so weiter. Wie lange hat er das denn versucht? Bis zu welchem Alter? Bis zu 15, 16. Bis zu 15, 16. Also, nun bist du ja die Mutter. Ja.
Und du hast das Ganze mitbekommen? Und ich habe das Ganze mitbekommen. Warum bist du nicht eingeschritten? Er war dämonisch. Da war überhaupt gar kein Einschreiten möglich. Ich wollte mit ihr weggehen von dort natürlich, weil es ja auch die Zukunft des Kindes keine Schule. Mhm. Ich meine, sie wurde immer älter und keine Schule. Wir haben sie natürlich unterrichtet und sie spricht Englisch. Das ist alles wunderbar. Ja, aber man könnte ja doch denken, also als Mutter kann man da nicht so rigoros sein und sagen, pass auf, es langt mir, ich gehe mit meinem Kind nach Deutschland. Jeder Protest wurde von ihm sofort durch furchtbare Szenen, durch Schreierei und durch Androhung. Welche Art von Drohung? Androhung, er hat uns zum Beispiel mal praktisch, als wir bei einem Sandsturm nicht rausgehen wollten, dann wir schliefen in einem Zimmer. Mhm. Und dann hat er uns damit, ich weiß nicht, was Fertilizer sind, das sind so Chemikalien, die dort verwendet wurden. Mhm. Da hat zum Insektenvertilgung und da hat er uns da so Zeug ins Zimmer gesprüht. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Hat er dich denn genauso tyrannisiert wie das Kind? Ja, die ganzen Jahre vor ihrer Geburt auch. Aber da frage ich mich trotzdem, Christina, warum bist du nicht gegangen? Ja. Drohen hin, drohen her. Ja, ist richtig. Nur als wir gehen wollten, da war es zu spät, denn in einem arabischen Land, wenn du 800 Kilometer südlich in der Sahara lebst, da kannst du nicht, da fährt nur einmal ein Bus in der Woche in die Hauptstadt nach Tripolis. Ja gut, aber wenn da kann man nicht ohne Erlaubnis des Mannes. Ja gut, mag sein. Aber wenn du sagst, dass vor der Geburt er dich auch schon so misslich behandelt hat. Aber so, das war ganz merkwürdig, dass er war ein ganz toller Vater die ersten Jahre, als das Kind klein war. Als er noch nicht diesen extremen Erziehungsauftrag hatte. Gut, aber er war kein toller Ehemann vor der Geburt. Das muss man so sehen. Ja. Dass du vor der Geburt nicht schon gesagt hast, Junge, lass mich in Ruhe, ich gehe. Machst du dir da Vorwürfe? Ja. Auf jeden Fall. Jetzt hast du gar nicht. Vor allem ist es so, er war zuerst anderthalb Jahre alleine in Libyen. Er hat uns dann hingeholt. Mhm. Und ich hatte dann schon meine Zweifel. Gehst du oder gehst du nicht? Mhm. Aber ich dachte, ich kann diesen tollen Vater, das war mir damals den tollen Vater, nicht den tollen Ehemann, ich kann dem Kind nicht so einen Vater. Aber was für ein Martyrium für eine Mutter, wenn sie 10 Jahre fast mit ansehen muss, dass ihr kleines Mädchen seelisch so geschunden wird. Ja. Ne? Und vor allem ist es dann so, die Bulimie hat sich entwickelt. Wir beide, also sie und ich, wir sind immer in ein ins kampfeigene Restaurant gegangen zum Essen. Wir haben ihm da immer was mitgebracht und sie durfte ja auch nicht zunehmen. Sie musste jeden Morgen auf die Waage. Unglaublich. Ne? Und wenn sie dann mal etwas mehr essen wollte, dann hat sie erbrochen. Also das ist das klassische Schulbuchbeispiel. Ja. Wie geht es deiner Tochter heutzutage? Ja, das ist es eben. Und heute, wir sind dann nach Deutschland zurück, 1992, mit 100 Mark in der Tasche, sie und ich, egal, wir hatten dann so die Nase voll und da war sie auch. Ach, das war quasi die Trennung dann auch von dem Mann? Das war die Trennung von dem Mann. Da bist du abgehauen? Ja, von Malta. Dann war ich überhaupt auch wieder. Ich dachte, mein Gott, das Kind wird fast 16 und es ist keine Schule, gar nichts. Mhm. Nun hatten wir hier in Hamburg, wir haben ja vorher auch in Hamburg gewohnt, eine Bekanntschaft mit einem Apotheker, einem alten Herrn, und der mochte uns ganz gern und der mochte sie auch gerne. Und der hat gesagt, hör zu, ich helfe dir, ich versuche mit der Apothekerkammer zu arrangieren, dass du bei mir trotz deiner fehlenden Schulbildung eine Ausbildung zur Apothekenhelferin machen kannst. Dann kannst du per Berufsschule einen Hauptschulabschluss machen und dann kann man weitersehen. Ja. Machen wir es mal nicht so detailliert. Wie ist denn ihr Gesundheitszustand heute? Ja, also sie hat, also nach all den Jahren hat sie das Abitur gemacht und studiert. Ah ja. Studiert. Was ist mit der Bulimie? Ja, und jetzt liegt sie, also zurzeit liegt sie an der psychosomatischen Klinik. Ah, ja. Sie war vor Weihnachten 4 Wochen in der Psychiatrie. Mhm. Und sie ist jetzt geht es ihr im Moment gut. Aber die Bulimie ist nicht das Schlimmste. Alles Nachwirkungen aus dieser Zeit? Alles Nachwirkungen aus der Zeit. Mhm. Aber vor allen Dingen die Beleidigung. Und das, sie ist ja auch vor ein paar Tagen zusammengebrochen. Die mussten da in einer Therapie ihren jetzigen Zustand, den sie aus den eigenen Augen, wie sie sich selber sehen. Ja. Malen. Und dann hat sie ihr Herz in einem Käfig gemalt. Sie hat zum Beispiel auch noch nie einen Freund gehabt. Noch nie. Ja. Christina, weil sie wo immer ist der? Dieses Auge von dem Vater da. Also er lässt sie nicht aus den Klauen. Ja. Wo ist der? Also das ist wie ein Dämon. Und das verfolgt sie Tag und Nacht. Und das wurde schlimmer. Gibt es heute noch einen Kontakt zu dem Geist? Nein, ich weiß nicht, wo noch gar nicht mehr. Nein, nichts mehr. Ja. Schlimme Geschichte. Ich weiß auch nicht, wo von Malta, wo er da hingegangen ist. Auf jeden Fall hat sie dann, sie verletzt sich selbst. Sie leidet unter Soziophobie. Das heißt, da ist eine ganze Menge noch zu richten, seelisch zu richten. Ein hochintelligentes Mädchen, aber mit furchtbar viel Leidenschaft zum Leben an sich. Also das ist wahrscheinlich aber ihre Rettung auch, ne? Ja, und doch steht ihr immer steht ihr das
im Wege. Die, ja. die, also das, Christina, das ich wünsche halt deiner Tochter von Herzen alles Gute. Ja. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße von mir. Das freut mich, ja. Dass sie sich stabilisiert und dass sie in ihrem Job oder was sie für einen Traum hat, dass sie dann das auch erreichen wird. Ja. Ich wünsche alles Gute von und Herzen. Und ich war sehr, sehr schön, mit ihr zu sprechen. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss, Christina. Böse Väter heißt unser Thema heute Nacht. Jetzt habe ich hier die Jennifer. Jennifer ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jennifer. Und zwar, was jetzt gerade davor war, also das fand ich ja richtig krass. Da ist meins dagegen eigentlich ein Klacks. Ja, sag das mal nicht. Erzähl erst mal. Also, ich möchte, irgendwie habe ich in den ganzen Jahren, wo mein Vater nicht da war, hat er mir schon gefehlt. Aber so wie er drauf ist, also ich weiß nicht, warum war er denn nicht da? Wie ich ihm verzeihen soll, ob ich ihm überhaupt verzeihen kann. Erklär erstmal so ein bisschen den Hintergrund. Du sagst, in all den Jahren, wo er nicht da war, warum war er nicht da? Wo war er? Ja, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Mhm. Wie alt warst du da? Da war ich 10 Jahre. Mhm. Und für mich war es sehr, sehr schwer und ja. Und du hast ihn, also ab deinem 10. Lebensjahr, auch gar keinen Kontakt zu deinem Vater gehabt? Ich habe das versucht, aber irgendwie, er hat mich immer weggeschickt und hat mir Prügel angedroht und ich würde nicht in sein Konzept reinpassen. Und das hat er dem 10-jährigen Mädchen gesagt? Ja, und ich bin dann nach Hause gelaufen, also wie man das so, ich war dann völlig enttäuscht und ja, also sowas hätte ich nicht erwartet und irgendwie hat das alles kaputt gemacht. Ja, nun bist du heute 23, 13 Jahre sind vergangen. Mhm. Hast du ihn jetzt denn in der letzten Zeit irgendwie wieder mal gesehen und gesprochen? Ja. Ich sehe ihn öfters mal, aber eigentlich ist er mir sehr, sehr fremd. Und von wem ging denn die Initiative aus für ein jetzt erneutes Treffen? Ja, eigentlich eher von ihm. Mhm. Also wenn er mich sieht, dann winkt er mir und. Aber wenn man so, das ist noch relativ frisch, ne? So habe ich es gerade verstanden. Mhm. Wenn man so fast 10 Jahre verstoßen wird, hattest du überhaupt Lust darauf, dann wieder mit ihm in Kontakt zu kommen? Naja, irgendwie schon. Also ich meine, ich kriege ja auch noch Unterhalt von ihm und deswegen irgendwie muss ich es mir ja zurückholen. Also wenn ich es mit dem Gericht nicht geschafft habe, dann. Na gut, das sind zwei verschiedene Themen. Also Unterhalt zu bekommen und einen persönlich-menschlichen Kontakt aufzubauen, sind ja zwei verschiedene Sachen. Mhm. Wie war denn der erste Kontakt, das erste Treffen dann mit ihm? Ja, eigentlich lächerlich, weil er ist ein typischer Egoist, er denkt nur an sich und redet nur von seinen Weibern, vom Fremdgehen und vom, wie gut er ja ist und was er für ein toller Hecht ist. Also ein Angeber. Ja, genau. Mhm. Geht es dir denn jetzt primär um die Kohle oder geht es dir primär doch darum, irgendwie einen menschlichen Kontakt wieder zu finden mit ihm? In erster Linie geht es ums Geld. Also ich denke, dass ich ihm nicht verzeihen kann. Also das, was er meiner Mutter angetan hat. Und was hat er der Mutter angetan? Ja, er hat meine Mutter geschlagen, er hat meine Mutter vergewaltigt, hat meine Mutter betrogen, belogen und hat sie nur ausgenommen. Und ich denke, das kann er nicht gut machen. Und ich finde, das ist alles schlimm. Also ich finde schlimm, das, was er der Mutter angetan hat. Aber ich finde auch schlimm, dass er sein eigenes Kind, seine eigene Tochter einfach weggestoßen hat. Als du 10 warst, das macht man doch nicht, das ist das Schlimmste, fast, was man als Vater tun kann. Ja, also ich war auch deswegen in Therapie und. Guck mal, wenn man sich vorstellt, wie das bei so einem Kind wirkt, wenn der eigene Vater sagt, nee, komm, du passt nicht in mein Konzept rein. Das ist doch ganz schlimm. Es war auch nicht schön. Hast du diesen Mann? Ja. Irgendwie schon, ne? Ja, und wenn er dir jetzt auf der Straße winkt, winkst du zurück oder wie? Ich warte, bis er kommt. Also ich gehe nicht auf ihn zu. Ich warte, bis er zu mir kommt. Mhm. Er will was von mir, nicht ich von ihm. Hast du denn mal so richtig Tacheles mit dem gesprochen? Und hast gesagt, alles nur auf den Tisch gelegt? Was? Ja, ich sage auch nicht Vater zu ihm. Für mich ist das nur ein Erzeuger. Also er hat mich gezeugt und das war. Ja, aber wenn du sagst, ja, pass auf, ich bin nicht gut auf dich zu sprechen, weil du das mit der Mama gemacht hast, weil du mich alleine gelassen hast. Hast du es so klar schon mal gesagt? Ja, also er ist dann so drauf, dass er sagt, es liegt schon sehr, sehr viele Jahre zurück und es wäre vergessen. Also man sollte dann Schwamm drüber machen. Ach so, meint er so, ne? Ja. Also er sagt zu dir, vergiss es mal, leg du mal einen Schwamm drüber. Ja, genau. Also er bestimmt wieder, der Egoist. Mhm. Ja? Mhm. Also er sieht seine Fehler irgendwo nicht ein. Und Das ist schlimm, ne? Wenn Menschen selbst nach einer so langen Zeit nicht lernen. Ne? Mhm. Wenn er jetzt, nehmen wir mal an, er würde jetzt Reue zeigen und würde sagen, ich habe wirklich damals viele schlimme Sachen gemacht. Es tut mir so leid, lass uns einen Neuanfang versuchen. Würdest du vielleicht dann auf ihn zugehen können? Das könnte sein, ja. Ja, wenn das glaubhaft wäre, ne? Wenn er wirklich den Willen zeigen würde. Mhm. Aber so verstehe ich dich auch, ich würde auch zumachen, mauern.
wenn da überhaupt gar keine Einsicht passiert bei ihm. Ja, wie wird das weitergehen? Gar nicht, ne? Er wird noch eine Weile Kohle zahlen, solange das nötig ist, und dann war's das, ne? Ja. Also es ist irgendwie schade, weil ich habe die ganzen Jahre eigentlich einen Vater gebraucht und irgendwo hat er mir gefehlt und war nie da und ja. Also meine Mutter hat zwar versucht, beides zu ersetzen, aber irgendwie ist das nicht dasselbe. Nee, aber es war mit Sicherheit so besser, als wenn deine Mutter mit ihm zusammengeblieben wäre. Ja, und du hättest vielleicht diesen ganzen Krach und Chaos und die Gewalt mitbekommen. Das sowieso. Also ich meine, er hat uns ja genauso geschlagen. Hat deine Mutter mit dem noch ab und zu Kontakt? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht mehr, auch nicht. Was lernt man eigentlich aus so etwas, wenn man so etwas am eigenen Leib erfahren hat? Was lernt man daraus, wenn man selbst Kinder hat irgendwann? Also wenn ich Kinder habe, dann weiß ich, das ist für mich selbstverständlich. Kinder sind Geschöpfe, die Hilfe brauchen und die einfach, die Eltern sind dazu verpflichtet, ganz einfach, für die Kinder da zu sein und die Kinder zu lieben. Und könnt ihr mir auch vorstellen, wenn man sowas erfahren hat, dass man es dann, wenn man selbst Kinder hat, es besonders gut machen will. Ja, und auf keinen Fall irgendwie auch nur andeutungsweise, dass einem ein Fehler unterläuft. Du willst Kinder haben, mal? Ja, ich denke mal schon. Ja. Und dann wirst du es wahrscheinlich auch viel, viel besser machen. Das klingt gut. Ja. Jennifer, alles Liebe. Alles von klar. Herzen. Auf Wiederhören. Tschüss, Jürgen. Alexander, guten Morgen, 19. Ja, schönen guten Morgen, hallo. Grüße dich. Geht's um deinen Vater? Ja. Ich wurde 17,5 Jahre geschlagen. Ja. Und mit meinen Geschwistern, ich habe noch einen geistig behinderten Zwillingsbruder, eine 8-jährige Schwester. Und wir wurden alle sehr misshandelt, meine Mutter auch. Ne? Und auch der behinderte Junge? Ja. Mhm. Ja, 17,5 Jahre, das heißt, das ist noch gar nicht so lange her alles. Nee, gar nicht. Ich bin mit 17,5 dann abgehauen, weil meine Mutter ist, als ich 16 war, ist sie abgehauen. Und wir waren auch davor zweimal im Frauenhaus, aber meine Mutter ist immer wieder zu ihm zurückgegangen und hat sich immer auf ihn eingelassen. Moment, als du 16 warst, ist deine Mutter abgehauen? Ja. Und du warst, oder ihr Kinder wart... Wir waren alleine dann mit ihm. Mit ihm allein? Und dann noch weiter geschlagen. Und meine Mutter wusste alles, aber ich weiß gar nicht, wo sie jetzt ist. Sie hat sich aus dem Staub gemacht und sie kümmert sich gar nicht darum. Ich war beim Jugendamt und habe versucht, irgendwie Hilfsmittel zu bekommen, um meinen Geschwistern zu helfen. Er hat dann auf unseren Namen Schulden gemacht. Ich habe andauernd einen Gerichtsvollzieher vor meiner Tür. Also dein Zwillingsbruder ist klar, der ist so alt wie du. Und ja. Der andere? Meine Schwester ist 8 Jahre alt. Die ist 8 Jahre alt? Ja, und da hat er auch Schulden gemacht. Der hat die auch schon von der Inkasso Schreiben bekommen. Das habe ich auch so vorliegen hier. Und da bestellt er bei irgendwelche Versandhäusern. Ja. Und ich kann das nicht verstehen. Du bist dann, oder ihr wart dann, wie lange wart ihr denn dann noch bei dem Vater, nachdem die Mutter abgehauen ist? Meine Mutter ist, als ich 16 war, abgehauen und ich bin mit 17,5 abgehauen. Und die Schwester, wo ist die? Meine Schwester und mein Zwillingsbruder leben bei meinem Vater noch. Immer noch? Ja. Ich habe schon alles versucht, um irgendwelche Wege zu machen beim Jugendamt, bei sämtlichen Wegen und Ämten, aber ich bekomme von keiner Weise Hilfe. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn den Behörden doch klar ist, was da abgegangen ist, dass sie ein geistig behindertes Kind und ein 8-jähriges Mädchen bei so einem Mann belassen. Ja, das kann ich gar nicht verstehen, wirklich nicht. Also mir fehlen wirklich die Worte. Und du bist... Ich bin 19 jetzt. Ja, du bist und ihr seid permanent während der ganzen Zeit, als ihr zusammengelebt habt. Wir mussten in der Ecke stehen, wir mussten Tag und Nacht schlafen, wir durften da nicht ins Bett gehen, wir mussten in der Ecke stehend schlafen. Und wenn wir das nicht gemacht haben, einmal war das so, dass es so heftig war, dass ich in der Toilette eingesperrt worden bin und musste da stehen die ganze Nacht. Und da war ich einmal so müde, weil man kann ja irgendwann nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mich hingelegt und habe in eine Toilette geschlafen. Und dann ist mein Vater nachts auf Toilette gegangen und dann hat er mich brutalsterweise geschlagen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist immer wieder vorgekommen. Das ist immer sehr. Er hat die anderen Kinder auch geschlagen. Die anderen auch. So, und deine Mutter auch. Ja, aber mein Vater hatte nicht nur eine Affäre mit meiner Mutter, der hatte 17,5 Jahre noch eine andere Affäre und hat mit denen auch noch Kinder angeschafft. Jetzt ist deine Mutter ins Frauenhaus gegangen. Ja, meine Mutter ist mit uns ins Frauenhaus gewesen. Und die Mutter hat sich jetzt
Und die Mutter ist jetzt weg. Die hat sie ist weg. Stoppen. Das heißt, du müsstest doch auch einen riesen Hass und Zorn auf deine Mutter haben. Ich habe Hass auf meine Mutter, auf alle beide. Aber da müssen doch schon Behörden irgendwie Wind bekommen haben. Spätestens nachdem deine Mutter auch im Frauenhaus war. Die hat das doch da auch erzählt, ja, was abgegangen wir ist. Wir waren zweimal im Frauenhaus und einmal in der Grundschule war ich da. Und dann hatte ich Sportunterricht und da hat wohl mein Vater mich nicht gesehen, dass ich blaue Flecken hatte. Mhm. Und dann hat die Lehrerin mich gesehen und habe ich meine Lehrerin am Anfang erst angelogen, weil ich hatte Angst. Ich wollte das niemandem erzählen, was zu Hause abging. Ja, und dann habe ich doch die Wahrheit erzählt. Dann haben die das Jugendamt eingeschaltet. Ja. Das Jugendamt ist auch nach Hause gegangen zu uns, hat uns gefragt, aber mein Vater hat alles abgestritten. Meine Mutter hatte Angst, die hat dann zu Hause dann auch nichts die Wahrheit erzählt, hat einfach gesagt, das wäre alles in Ordnung, aber und die wurden dann noch mehr geschlagen. Aber die muss doch dann die Wahrheit im Frauenhaus erzählt haben. Ja, das hat sie gemacht, so, aber ich weiß nicht, warum die nichts getan haben. Die haben bis heute nichts getan und das ist das, was ich nicht verstehe. Das verstehe ich auch nicht. Ich finde es richtig empörend. Ja, es ist ein, ich sage nochmal, es ist ein 8-jähriges Mädchen und ein geistig behinderter Junge. Ja. Und dieser Mann hat das alles auf dem Kerbholz, was du gerade geschildert hast. Ja. Und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ja. Wo bist du denn jetzt? Was machst? Hast du eine eigene Wohnung? Ja, ich habe eine eigene Wohnung. Ich bin also mit 17,5 abgehauen. Ich hatte nebenbei eine Arbeit, habe da gearbeitet und dann habe ich 3 Monate in einer Pommesbude geschlafen, weil ich keine Möglichkeit zum Schlafen hatte und bin zum Jugendamt gegangen. Das Einzige, was die sagten, wir sind bald volljährig, wir können nichts für sie tun. Mhm. Das ist das, was die gesagt haben. Mhm. Und dann musste ich mir mit 18 Jahren selber eine eigene Wohnung suchen und es war nichts mit betreutes Wohnen oder so, gar nichts. Und dann bin ich halt, habe eine eigene Wohnung bekommen und jetzt wohne ich alleine. Jetzt hast du eine eigene Wohnung und wie verdienst du im Moment dein Geld? Jetzt im Moment kriege ich Arbeitslosengeld. Ja. Ich hatte eine Arbeit, aber ich wurde sehr krank, weil ich mit meinen Problemen, die ich habe, nicht mehr fertig werde alleine, weil ich einfach mir sehr große Sorgen um meinen Geschwistern mache. Na, aber ganz natürlich ist das ja. Und also ich habe sehr große Angst, weil... Was mit denen passieren könnte. Ja, dass irgendwas passiert meinen Geschwistern oder dass er mich verfolgt oder dass er irgendwas rausbekommt oder so, weil die Angst steckt in einem drin. Weil also Alexander, mir geht das nicht in den Kopf, dass das Jugendamt da nicht initiativ wird, wenn die das schon alles wissen. Ich möchte mal Folgendes vorschlagen, das müssen wir jetzt nicht alle Öffentlichkeit machen. Mhm. Wir beenden das Gespräch hier jetzt. Ja. Und du unterhältst dich mit meiner Psychologin, mit der Elke weiter. Ja. Und gibst dann Elke auch mal genau durch, um welches Jugendamt es sich da handelt und so weiter, die ganzen Details. Ja. Das wäre mir sehr recht, dass da irgendwas in die Gänge kommt. Das kann ja nicht so weitergehen. Ja, das wäre echt super. Du legst auf, Elke ruft dich an und ich wünsche dir, du bist ja wirklich ein toller Junge, dass du das jetzt alles so alleine schon geschafft hast. Ja, weil ich gebe einfach nicht auf. Ich mache weiter und man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Und das werde ich auch nicht. Und mit der Einstellung wirst du es auch sicher schaffen, bin ich von überzeugt. Aber die Elke wird dir für deine Problematik sicher auch noch ein paar Tipps gleich geben können. Das wäre super. Alles Liebe, okay, leg auf und wir rufen an. Herzlich und wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Sandra, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, also, Sandra. Guten Morgen. Also bei mir ist das so, halt mein Vater... ist halt noch ziemlich, also ich bin 18 Jahre und wohne halt noch zu Hause bei meinem Vater und bei meiner Mutter. Mhm. Und es ist Einzelkind halt so, oder gibt es noch Geschwister? Wie? Einzelkind oder gibt es noch Geschwister? Ja, also mein Bruder ist in Heim gekommen, aber das war schon vor ein paar Jahren. Und du wohnst also mit denen alleine, mit den Eltern? Genau. Und es ist halt so, ich bin jetzt 18 und mein Vater erlaubt mir gar nichts, überhaupt nichts. Ich darf keinen Führerschein machen, ich darf nicht in die Diskothek. Ich weiß nicht, er ist halt ziemlich altmodisch eingestellt und ist halt der Meinung, wie soll ich das ausdrücken, dass halt Mädchen halt, also dass es sich halt für Mädchen nicht schickt, sich draußen herumzutreiben und irgendwelche Jungs aufzugabeln und so. Ja. Wie alt ist dein Vater? 53. Mhm. Ja, und hält dich also völlig an der kurzen Leine? Ja, sitzt da quasi im goldenen Käfig oder so golden ist er wahrscheinlich auch nicht, im Käfig. Ja. Gehst niemals irgendwie raus in eine Kneipe oder in eine Disco oder so? Gar nichts? Heimlich. Also ich muss auch total gucken. Also ich darf nur ziemlich selten bei anderen Freundinnen schlafen. Ja. Und wenn, das muss dann mit den Eltern noch abgeklärt werden. Das ist ziemlich peinlich, weil, wie gesagt, ich bin jetzt 18 und er macht immer noch Details rum. Ja. Was ist mit Freund? Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ja, ich habe zurzeit einen Freund. Aber streng geheim. Ja, das darf er auf keinen Fall. Also, was würde der machen, wenn er es rauskriegt? Ich weiß es nicht richtig. Ich weiß nicht vielleicht. Ich glaube, der würde ziemlich abrasten, glaube ich. Aber er schlägt dich nicht? Nur ab und an. Ach, das kam und kommt sogar auch noch vor? Ja, manchmal ja. Wie schlägt er dich denn? Ja, Ohrfeige oder was?
Ja, das eigentlich immer, aber manchmal tritt er auch, ich weiß nicht so, ja. Wie, das eigentlich immer? Ohrfeige immer, wenn du nicht parierst? Also öfters ja, wenn ich nicht das mache, was er möchte. Dann kriegst du so eine klassische Ohrfeige ins Gesicht? Ja. Und so bist du auch aufgewachsen? Ja. Und das macht er heute, wir stellen nochmal fest, du bist 18 Jahre alt, das macht er heute immer noch, wenn irgendwas nicht nach seiner Nase läuft? Ja. Schlägt er deine Mutter auch? Meine Mutter, die sagt gar nichts dazu. Ich weiß nicht, die ist auch eigentlich ziemlich oft weg. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich weiß nicht, mein Vater, ich weiß nicht, die beiden streiten sich auch in letzter Zeit nur noch. Ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht. Du bist Schülerin noch, ne, oder? Ja, also naja, eine Ausbildung. In der Ausbildung. Ist die Mutter denn so eine Art Vertraute, dass du dich mit der... Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das heißt, die ist auch eher eine Gegnerin? Nee, ich weiß nicht, meine Mutter... War noch nie richtig eine Mutter für mich, so weiß nicht wie. Der ist alles egal. Ja. Die ist nicht gegen dich, aber die ist auch nicht für dich. Das läuft alles irgendwie. Die hält sich da lieber raus, so weiß ich nicht. So, ich glaube, sie hat auch ziemlich Angst vor meinem Vater. So. Das heißt, die geht nie dazwischen, wenn er mit dir Streit anfängt, hält nie zu dir und sagt, ja komm, lass das Mädchen mal gehen oder gar nichts. Mhm. Ist auch so, also man kann sagen, sie ist halt auch so unter meinem Vater. So. Mhm. Sie respektiert das, was er sagt und sie fügt sich halt. So. Was würde passieren, wenn du dich auflehnst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ganz schön Angst, auf mich aufzulehnen, weil mein Vater ist halt so, wenn ihm irgendwas nicht passt und wenn er dann halb am Abrasten ist, er regt sich dann richtig auf, so unkontrolliert. Mhm. Ja. Das heißt, du hast auch natürlich Angst vor dieser körperlichen Gewalt, ne? Ja, natürlich. Das heißt, wenn du es jetzt übertreibst mit der Opposition, könnten auch die Schläge ein bisschen kräftiger werden. Ja. Unter Umständen. Mhm. Ja, kann gut sein, ja. Und so ist deine ganze Jugend, deine ganze Kindheit gegangen? Oder gab es auch früher mal schöne Zeiten? Ganz früher gab es schöne Zeiten. Da war ich aber, ich weiß nicht, 4 oder 5 oder so. Da kann ich mich noch wirklich an schöne Zeiten erinnern. Da hat er auch mit mir gespielt. Das war noch ganz anders so. Aber dann später, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Und so, es gibt auch gar keinen Sinn oder das bringt überhaupt gar nichts, mit ihm zu reden, mit ihm anzufangen zu reden. Nee, ich versuche manchmal vorsichtig mit ihm zu reden. Irgendwie, dass ich mal langsam erfahre, warum er das macht oder warum er mich so einsperren muss und warum er gar kein Vertrauen zu mir hat. Mhm. Aber wenn ich dann anfange, ich weiß nicht, naja, ich sehe das irgendwie bei ihm voll in den Augen so, dass er lässt das nicht zu. Er beharrt auch richtig auf seine Argumente. Jetzt hast du gerade gesagt, du machst eine Ausbildung. Ja. Wie lange läuft die Ausbildung noch? 2 Jahre. Noch 2 Jahre. Mhm. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Was ich gerade im Kopf habe. Ach, ich habe so, im Kopf, wann. Dass ich ausfühle. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Raus da, Mensch. Ja, muss ich auch. Aber im Moment geht das noch nicht. Im Moment würde ich ja gar kein Geld bekommen. Ich weiß nicht richtig. So, ich bin noch im Moment total abhängig von ihm. Und ich weiß nicht. Er verunsichert mich auch manchmal. Ja. Er sagt auch manchmal, ich könnte nichts und so, wie ich im Moment sein würde, würde ich es niemals zu etwas bringen. Und ja, aber das ist genauso die Mechanismen, wie man jemanden klein machen kann und auch weiter in Abhängigkeit hält, ne? Indem man ihn immer klein tritt, immer wieder nach unten stuft. Das sind natürlich ganz perfide und üble so psychologische Tricks von Menschen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten für dich gibt, finanziell doch auch über die Runden zu kommen. Darüber möchte ich auch, dass du gleich mit meiner Psychologin noch etwas redest. Weil ich bin eigentlich der Auffassung, dass jeder Tag, den du noch länger da bleibst, ein Verlust ist und ein etwas Schlimmes für dich darstellt. Eigentlich ist das Allerbeste, so, dass du so schnell wie möglich da rauskommst. Vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass man dich doch unterstützt noch und dass du irgendwie Gelder kriegst oder ich weiß auch nicht, mit dem betreuten Wohnen, ob man das auch noch in dem Alter vielleicht auch noch durchziehen kann. Bin ich nicht so ganz informiert oder ob das von Jugendamt zu Jugendamt verschieden ist. Ja, ich wollte ja schon mal vor 2 Jahren eigentlich zum Jugendamt, aber ich weiß nicht, ich habe mich nicht richtig getraut. Aber jetzt bist du eine erwachsene Frau. Und ich finde, das ist so schade, deine Lebenszeit zu vergolden, zu sagen, ich bleibe jetzt noch zwei Jahre bei dem. Ja, es ist so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Er ist ja mein Vater und ich denke mir manchmal, ja, wenn ich hier einfach so gehe, ich weiß nicht so, ich habe dann das Gefühl, dass ich ihn im Stich lassen würde. Ich weiß nicht richtig so. Ich glaube, dass du dir dieses schlechte Gewissen nicht machen musst. So wie du den Fall geschildert hast, lässt du den nicht im Stich, sondern du tust dann was für dich und für dein Leben. Und tust das, was für dich gut ist. Denn versuch mir mal was Gutes zu nennen an deinem Vater. Wo du sagst, Gutes? Ja. Das Gute, oh Gott.
Jetzt besonders auf deine Person bezogen. Wenn wir zum Beispiel irgendwas machen oder wie jetzt? Irgendwie. Ich will jetzt nicht wissen, ob der mal im Jahr 100 Euro spendet irgendwohin. Mhm. Sowas meine ich nicht. Ich will wissen, inwiefern er sich gut dir gegenüber verhält. Gibt es da irgendetwas, was dir spontan einfällt? Oh Gott, nee, eigentlich nicht. Ja, siehst du. Also nein, das hört sich jetzt an, dass aber total schlecht wäre, aber... Naja, aber es manchmal, sagen wir es mal so, wenn er gute Tage hat, also wenn er wirklich gut drauf ist, so, weiß nicht, so, dann kann man sich, weiß nicht, naja gut, naja, so einigermaßen gut mit ihm unterhalten, aber das sind halt mehr so oberflächliche Dinge. Oberflächlich so. Und du musst ihm wahrscheinlich nach dem Mund reden, ne? Ja, so ja. Mhm. Ja, dann ist alles perfekt, dann ist es auch, der Situation ist es dann auch ich schön. Glaube, du hast doch ein viel zu großes, eine Hemmschwelle, ein schlechtes Gewissen, ihn wirklich sehr kritisch zu sehen. Ja, vielleicht. Ich finde, du hast das Recht dazu. Du hast mir erzählt, dass der dich schlägt und dass eine Ohrfeige fast in der Tagesordnung ist. Du bist ein 18-jähriges junges Mädchen, eine 18-jährige junge Frau. Der hält dich wirklich eingesperrt wie ein Hamster in der Wohnung. Du hast kein Recht auf ein eigenes Leben. So, das ist doch schon so schlimm, dass man durchaus ein hartes Urteil über diesen Mann fällen kann. Wenn der wirklich ein liebender Vater wäre, dann würde er sagen, Mensch, ich muss dem Mädel eine Entwicklungsmöglichkeit geben. Die ist jetzt alt genug, ich habe Vertrauen in die, soll man machen. Ich bin für sie da, aber sie soll auch ihre eigenen Wege gehen. Und ich schlage sie vor allen Dingen nicht mehr. Ja. Also, ja, das ist auch richtig. Das ist aber so einfach gesagt. Ich weiß, also nein, ja, das ist wirklich einfach gesagt. So. Weil wenn das dann wirklich dann so ist, dann sieht es wieder ganz anders aus. Mhm. So. Ja, ich weiß, das ist mir schon klar. Wenn man da so drin hängt, dass man da auch von heute auf morgen vielleicht gar nicht... Das wäre ja ein harter Schritt, ne? Ja. Ein harter... Ein Schritt in die Selbstständigkeit, der Abnabelung auch, ne? Von dieser negativen Bindung. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen darüber berätst, was man machen kann und welche Möglichkeiten es auch so rein finanziell eventuell gibt. Und dann kannst du es ja sowieso... Du musst es ja eh für dich alles entscheiden, wie du weiter vorgehst. Auf jeden Fall kannst du ruhig ein bisschen selbstbewusster sein und... Du hast alles Recht der Welt, den auch negativer zu beurteilen, finde ich. Ja? Ja. Sandra, leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, ist alles Gute, tschüss. Tschüss. Ute, 38 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ute. Du hast einen bösen Vater? Ich hab auch einen bösen Vater. Das heißt, jetzt geht's besser als früher. Als Kind war es schon schlimmer. Mhm. Also bei mir war es auch so, dass mein Vater meine Mutter geschlagen hat. Mhm. Da war ich... Also ähnlich wie bei Bianca, bei der ersten. Ja. Du warst ja so erstaunt darüber, dass sie sich erinnert. Ich war damals 3 Jahre alt. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Das ist meine erste Kindheitserinnerung, die ich habe, wie mein Vater meine Mutter verprügelt vor unseren Augen. Ich habe noch 2 Geschwister. Eine Schwester, die 1,5 Jahre älter ist und ein Bruder, der 5 Jahre älter ist als ich. Und wenn man sich überlegt, dass die Persönlichkeit eines Kindes anfängt, sich in diesem Alter zu entwickeln und das Bewusstsein anfängt, sich zu entwickeln und das der erste Eindruck ist, dann kriegt man eine ungefähre Vorstellung davon, was das anrichtet. Ne? Klar, das ist ja so schlimm wahrscheinlich für so ein kleines Kind, dass wenn die Mama geschlagen wird, und so eine Gewaltaktion zu beobachten. Ja, das hat uns auch furchtbar Angst gemacht. Und mein Bruder, der ja damals selber noch sehr klein war, es hat noch versucht, dazwischen zu gehen und meiner Mutter beizustehen. Und der war ja selber erst 8 Jahre alt und hat dann natürlich im Gewühl dann auch mal was abbekommen. Ja, aber mein Vater hat gegen uns ansonsten nie die Hand erhoben. Ach so, euch hat er nicht geschlagen? Uns hat er nicht geschlagen. Wie viele Jahre ging das denn mit der Mama so, dass er die Mutter geschlagen hat? Über 2 Jahre. Über also zwei es Jahre. War ein Zeitraum von etwa 2 Jahren. Ja. Da kam er dann immer betrunken nach Hause. Also dieses betrunken nach Hause kommen lief über einen längeren Zeitraum. Aber dieses Schlagen lief über etwa 2 Jahre. Und hat dann deine Mutter sich von ihm getrennt? Nein, bis heute nicht. Und wie kam es, dass dann plötzlich die Schlagerei eingestellt wurde? Also das hing damit zusammen, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt eine Kneipe hatten und mein Vater da nachts gearbeitet hat und sehr sturzbetrunken nach Hause kam, weil er da getrunken hat. Ja. Und dann ist er eben auf sie losgegangen. Achso, das hing immer zusammen, Alkohol und Gewalt. Ja, er ist halt im betrunkenen Zustand sehr aggressiv. Ja. Ne? Und die Kneipe war dann nach 2 Jahren weg, oder was? Ja, genau. Mhm. Und er war dann zwar hinterher noch...
kam er öfter betrunken nach Hause, aber meine Mutter sagt, es hängt wohl damit zusammen, dass er irgendwann dann mal so einen schweren Kristallaschenbecher nach ihm geworfen hat. Und hat ihn nur knapp verfehlt und das war wohl so für ihn den Anlass, jetzt sie in Ruhe zu lassen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, daran kann ich mich nun nicht erinnern. Ja. Aber das heißt, dann hat er danach die Hand nicht mehr erhoben gegen die Mutter? Nö, das ging dann halt anders, dass sie sich angeschrien haben. Mhm. Das ist ja auch eine Form von Gewalt auf verbaler Ebene. Ja. Und er hat eben auch uns Kinder angeschrien. Darauf wollte ich gerade hinaus. Er hat euch nicht geschlagen, aber man kann ja Kinder auch, wie wir es vorhin auch gehört haben, Stichwort Tennis da, man kann Kinder ja auch sehr, sehr quälen, ohne sie zu schlagen. Ja, natürlich. Er war auch sehr ungeduldig, wenn ich mal irgendwie Hausaufgaben, eine Frage hatte und er hat versucht, mir das zu erklären und ich habe es nicht verstanden, hat er gleich rumgebrüllt. Mhm. Und er war halt ein sehr aggressiver, jähzorniger Mensch. Mhm. Du bist heute 38. Ja. Das heißt, da ist schon eine Distanz zum Elternhaus, zu den Eltern. Beide Eltern leben noch. Mhm. Wie ist denn heute dein Verhältnis zum Vater oder wenn du die Eltern besuchst? Also sie sind natürlich ruhiger geworden. Also sie trinken, meine Mutter hatte dann auch eine Phase, wo sie getrunken hat, wo sie dann auch immer betrunken war. Also wir kamen nie zur Ruhe als Kinder. Irgendwas war immer los. Ja. Und jetzt trinken sie halt beide nicht mehr und jetzt geht's halt ruhiger zu. Mhm. Und ich habe das so empfunden, dass das so ruhiger wurde, als wir Kinder erwachsen waren und aus dem Haus gingen. Mhm. Also als wenn die mit uns Kindern überfordert waren oder was, keine Ahnung. Ja. Bedeutet das, dass du heute ein besseres Verhältnis zu dem Vater hast und dass du ihm vielleicht auch ein bisschen vergeben hast? Nein, vergeben nicht. Also es ist so, dass ich... das musste ich mir aber auch erst in der Therapie bewusst machen, dass ich eine sehr tiefe Wut und Enttäuschung immer noch empfinde für meine Eltern. Wenn ich da, also ich habe natürlich Kontakt zu ihnen. Eltern, für die Mutter auch? Ja, natürlich. Also ich habe jahrelang meine Mutter als Opfer gesehen, aber das ist vorbei. Also ich finde, Mütter spielen auch eine Rolle in einer solchen Situation. Das heißt, du wirfst ihr irgendwie auch vor, dass sie hätte konsequenter sein müssen. Erstens das und es gab auch eine bestimmte Situation, die ich ihr sehr übel nehme. In der Zeit, als sie immer so viel getrunken hat, hatte sie auch einen Suizidversuch unternommen. Mhm. Da war ich und meine Schwester so im Grundschulalter. Mhm. Wir waren so, weiß ich nicht, zwischen sechs und acht Jahren so in dem Dreh. Ja. Und wir sind nach Hause gekommen und haben sie gefunden. Und sie wusste, dass wir sie finden würden. Es war klar, dass wir als erstes nach Hause kommen. Ja, das ist schlimm, den Kindern das anzutun. Ja, was hatte sie gemacht? Hatte sie Tabletten genommen oder was? Ja, und wir haben natürlich erst gedacht, sie schläft und haben sie dann nicht wach bekommen. Und das hat uns natürlich große Angst gemacht. Ja. Und dann kam die Feuerwehr und hat sie mitgenommen. Und wir haben natürlich, oder ich habe zumindest nicht verstanden, was eigentlich los ist. Ja. Ja. Da warst du wie alt ungefähr? Na, zwischen sechs und acht muss ich gewesen sein. Ja, das darf man als Eltern, als Vater, als Mutter nie tun, auch wenn man in noch so großen Problemen steckt, den Kindern das anzutun. Die haben ihre Neurosen völlig auf unserem Rücken ausgelebt, beide. Meine Mutter hat mich oft missbraucht, wenn sie irgendwelche Probleme hatte, da kam sie zu mir und hat mit mir darüber gesprochen, mit mir als Kind. Mhm. Also es waren völlig vertauschte Rollen, ich hatte gar keine Kindheit, ich habe mich immer um meine Mutter gesorgt. Ja. Und andererseits, wenn mein Vater sich vor mir aufbaute und mich niedergeschrien hat, dann ist sie mir in den Rücken gefallen und hat ihm beigestanden, wenn ich versucht habe, mich zu wehren. Ich habe mich so oft von ihr verraten gefühlt. Ja. Und also ich nehme sie da überhaupt nicht mehr in Schutz jetzt. Sie trägt genauso Verantwortung. Ist da mal ganz offen drüber gesprochen worden? Ich habe mit meiner Mutter versucht. Sie ist dann irgendwann, sie hat sich eine Weile angehört und ist dann irgendwann... rausgegangen, hat geweint und Medikamente genommen, wie sie das immer macht. Also irgendwelche, weiß ich nicht, Schmerzmittel oder was sie da, Beruhigungsmittel, was sie da nimmt. Und mein Vater macht so, mit dem kann ich darüber nicht reden. Und das ist so mein Ärger, dass ich meine Wut nicht mal da lassen kann. Das war schon immer so. Als Kind wurde ich weggeschickt, wenn ich wütend war. Und heute hört man mich auch nicht an. Ja. Für die Mutter, die es vielleicht kapiert, ist es insofern wahrscheinlich auch sehr schwer, weil da ein ganzes Leben zusammenstürzt. Ne? Nämlich, dass sie über 20 Jahre eklatante Fehler gemacht hat. Ne? Ja, aber das ist mir schuldig, dass sie sich das wenigstens anhört. Ja, ja, ja. Und das kann sie sich ruhig bewusst. Ist deine Mutter eher eine einfache Frau? Oder? Nee, eigentlich nicht, aber sie ist, glaube ich, auch sehr hilflose Person. Ja, also sie kommt auch nicht gut alleine klar und hat deshalb wahrscheinlich auch nie meinen Vater verlassen. Also einfach strukturiert vom Aufnehmen her oder so ist sie nicht. Ja. Wie geht das jetzt so weiter? Wie ist denn das Verhältnis? Wie oft besuchst du die beiden zum Beispiel? Selten, weil ich mich
oft schlecht fühle, wenn ich dann wieder gehe. Also es gab erst kürzlich eine Situation, da habe ich meine Eltern spontan besucht, da hat sich mein Vater lustig gemacht über meine Figur, weil ich so zugenommen habe. Und hat dann, das tut dann auch wieder weh. Bitte? Das tut dann auch wieder weh. Na, aber sehr. Ja, ja. Also es ist, mein Vater ist, solange wie ich ihn kenne, immer dick gewesen. Ich habe mich noch nie darüber abfällig geäußert. Wie alt sind die beiden? Also meine Mutter ist jetzt 63 und mein Vater ist 5 Jahre älter, also 68. Stellt man sich natürlich die Frage als Kind, die alten Leutchen werden immer älter. Ja. Wie verhält man sich, wenn sie noch älter werden, wenn sie gebrechlich werden? Wendet man sich ihnen dann doch zu? Vergibt man dann vielleicht doch? Die Fragen werden auf dich alle zukommen, wenn sie vielleicht irgendwann mal krank werden. Lasse ich auf mich zukommen, weil ich kann ich jetzt nicht beantworten. Mhm. Den Schoß der Familie, wie andere das kenne ich nicht. Das ist, ich habe mich nie geborgen und sicher gefühlt in der Familie. Ich habe gar kein Urvertrauen. Ich kann, wenn ich Probleme habe, sind meine Eltern die Letzten, an die ich mich wende. Und ich weiß nicht, wie ich dann reagiere. Aber du hast zumindest eine ganze Menge für dich schon getan. Du hast es gerade gesagt, dass du in einer Therapie warst und hast das tun können, was möglich ist. Ja. Aber die richtige Auseinandersetzung kann eben nicht stattfinden, die dir am meisten helfen würde wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Ja, und das ist ein Ärgernis. Ja. Mhm. Ich danke dir, dass du es erzählt hast, Ute. Ja. Wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Andrea, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Andrea. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Böse Väter. Warum ist der Vater böse? Mein Vater und meine Mutter sind beide Alkoholiker. Mhm. Schwere Alkoholiker. Immer schon gewesen? Seit ich denken kann. Seit du denken kannst. Ich bin ein Einzelkind. Mhm. Und ich wurde nur verprügelt. Nur. Von beiden? Nur von meinem Vater. Nein, nur von meinem Vater. Mein Vater hat auch meine Mutter halbtot geprügelt. Mein Gott, wie oft man das hört. Diese Gewalt in der Familie. Schlimm. Also ich habe deine ganze Sendung jetzt heute verfolgt, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Ich habe Narben an meinem Körper, die zeugen davon, was er mir alles angetan hat. Er hat versucht, mit dem Baseballschläger die Kniescheiben zu zertrümmern, als ich weglaufen wollte. Wie alt warst du da? Da war ich 13, da wollte ich das erste Mal abhauen. Er hat mich mit 2 Jahren, das wurde mir erzählt von meiner Tante, meine Eltern wurden im Hochhaus, hat er mich an den Haaren über das Geländer am Balkon gehalten und hat meine Mutter erpresst und hat gesagt, ich lasse fallen. Das weißt du nicht mehr, das ist... Nee, Gott sei Dank. Nee. Es ist so viel passiert. Er hat dir wirklich ernsthafte Verletzungen zugefügt. Richtig schlimme Verletzungen. Richtig schlimme Verletzungen. Ich habe hinten am Rücken eine Stelle, da hat er mir eine Zigarette ausgedrückt. Ich habe heute noch, das, was ich jetzt immer noch habe, ist, dass ich nicht aufhören kann, Fingernägel zu beißen zum Beispiel. Das ist noch so ein Überbleibsel. Ich habe meine Mutter auch gefunden, als ich 7 Jahre alt war, als sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Blut überströmt. Mein Vater hat mir, da war ich vielleicht so 5 Jahre alt, ein Messer in die Hand gegeben und hat meine Mutter, die er halb tot geprügelt hat zuvor, mir das Messer in die Hand gegeben und hat zu meiner Mutter gesagt, jetzt bring dich dein eigenes Kind um. Ja, er hat mich jede Nacht rausgeholt, jede Nacht. Also meine Schulleistungen fielen natürlich dadurch total in den Keller. Das war die Hölle. Ja, ganz klar. Ne? Es war wirklich die Hölle. Es gab aber keinen sexuellen Missbrauch, das gab es nicht. Ich habe 15 Jahre lang im ehelichen Schlafzimmer geschlafen, neben meinem Vater und meiner Mutter im Kinderzimmer. Jürgen. Aber ist das nichts passiert, oder? Also zumindest nicht an das ich mich jetzt dazu richtig erinnern könnte. Wie, du hast in dem Ehebett geschlafen? Ja, meine Mutter in meinem Kinderzimmer, ja, 15 Jahre lang. Seit ich denken kann, habe ich im Schlafzimmer neben meinem Vater geschlafen. Warum war das so? Weiß ich nicht, weil es schon immer so war, weil das Gesetz bei uns war. Mhm. Und wenn er dann mal mit meiner Mutter schlafen wollte, ist er hintergegangen. Mhm. Oder ich habe halt die ganze Zeit nur Schreien und Terror. Und. Aber du kannst dich nicht an sexuelle Aktionen erinnern, die er mit dir vorgenommen hat? Nee. Das nicht? Mhm. Aber er war schon in der Zeit, in diesen 15 Jahren, die ich aktiv, er hat mich bis zu meinem 19. Lebensjahr eigentlich, bin zwischendrin immer mal wieder abgehauen, eingezogen, abgehauen. Es ist halt so, weil man findet halt dann auch keine Wohnung, es hilft einem keiner. Ja. Ich meine, es hat jeder mitgekriegt, jeder in der Schule hat es gesehen, aber da hieß es nur, das ist das Kind von den Alkoholikern, Scheißkauf, die interessiert keiner. Das heißt, du bist erst mit 19 aus der Hölle rausgekommen? Ja, zwischendrin halt immer wieder mal. Das letzte Mal hat er mich mit 19 geschlagen. Und ich habe halt auch immer angefangen zu weinen, wenn er geprügelt hat. Immer. Und mit 19 habe ich nicht mehr geweint. Da habe ich mich vorhin hingestellt und habe ihm dann gesagt, sollte jetzt noch ein einziges Mal zuschlagen, dann garantiere ich ihm, dass ich ihn umbringe.
Und seitdem hat er mich nicht mehr geschlagen. Ja, ja. Und ich musste und dann bist du auch gegangen. Bitte? Und ja. Dann bist du auch gegangen. Mhm. Ja, ja. Und das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, ich habe heute ein bombiges Verhältnis zu meinen Eltern. Wie bitte? Ich habe ihnen alles verziehen. Es ist sehr schwer, es ist für meinen Mann äußerst schwer, das zu verstehen. Das ist auch für mich jetzt im Moment äußerst schwer zu verstehen, für alle, die jetzt zuhören. Ja. Es ist ja gerade mal erst 6 Jahre her. Ja. Es du bist jetzt 25. Richtig, ja. Ich werde. Und du hast heute ein Bombenverhältnis zu deinen Eltern? Ich liebe meine Eltern und es ist mein Ein und Alles, ja. Wie kann man das verstehen? Versuch es mir zu erklären. Ganz einfach. Dieser Alkohol schafft 2 Persönlichkeiten. Also für mich gibt es meine Eltern, meine lieben Eltern, die ich über alles liebe, ja, und es gibt diese Alkoholiker, diese versoffenen Alkoholiker. Das heißt, die sind heute trocken? Nein. Nein? Nein. Aber ich krieg's nicht mehr mit und sie belästigen mich nicht mehr damit. Sie leben ihr Leben, ich lebe mein Leben. Ich telefoniere 3 bis 4 Mal die Woche mit meiner Mutti. Meine Eltern, wir waren jetzt erst am Sonntag wieder beim Essen dort, da reißen sie sich zusammen, da wird nicht getrunken, da wird ein bisschen diskutiert, aber nicht geschrien. Wir umarmen uns, ich gebe meinem Papa ein Küsschen, da ist alles in Ordnung. Aber Alter, der Weg dahin, Jürgen, der Weg dahin war schwer. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ja, aber woher kommt dieser Großmut? Oder ist es gar kein Großmut? Biegst du dir das irgendwie so, weil es für dich einfacher ist, so hin? Nee. Die haben, ich halte das ja nochmal fest. Du hast jetzt nur ein paar kleine Bruchteil. Beispiele. Ja, natürlich. Aber ich glaube, die Bruchteile waren so plastisch, dass man ermessen kann, dass du wirklich die Hölle mitgemacht hast bis zu deinem 19. Lebensjahr. Und du hättest alles Recht dieser Welt, diese Leute in Grund und Boden zu verachten. Ich könnte dich noch verstehen, wenn du sagst, die sind jetzt trocken. Die haben eine Therapie gemacht und haben eingesehen, haben mit mir geredet und sind auf Knien vor mir gefallen, haben gesagt, es tut mir leid. Aber es läuft ja bei denen alles so weiter wie immer. Und du sagst, ich habe ein Bombenverhältnis zu denen? Also, nein, das glaube ich nicht. Es ist kurios, doch. Es ist, also mein Mann versteht es auch nicht. Er konnte am Anfang auch nicht die... Aber du kannst, allein das geht doch. Du kannst doch gar kein Bombenverhältnis zu denen haben, weil die ja weiter Alkoholiker sind. Es ist schizophren, ja, weil ich keinen Kontakt zu ihnen habe, wenn sie trinken. Immer wenn wir Kontakt haben, wenn er jetzt besoffen anrufen würde, lege ich auf. Ach so. Das heißt, du hast nur Kontakt mit denen, wenn die nüchtern sind. Und wenn wir uns, ich melde mich zum Beispiel zum Sonntag an zum Essen, ja, dann rufe ich schon am Mittwoch an, dass wir es planen können. So. Und dann, ja. Um das noch besser zu verstehen, waren sie denn wenigstens früher, als du noch da gelebt hast und Kind warst, waren sie denn da gut zu dir, wenn sie nüchtern waren? Ja. Das schon. Also, aber leider kam es zu selten vor. Meine Eltern waren einmal im Monat nüchtern. Es war mein Vater hat mir mit 14 das Autofahren beigebracht. Ich habe ihm das Leben gerettet, als ich 14 Jahre alt war. Sonst wäre er heute tot. Dafür konnte er 2 Wochen lang Danke und Bitte sagen. 2 Wochen lang konnte er diese Worte zu mir sagen. Also du sagst, dass diese Menschen, wenn sie von dem Dämon Alkohol befreit wären, eigentlich gute Menschen sind. Dann ist mein Vater der allerliebste Vater auf der ganzen Welt, ja. Und das ist unglaublich. So schrecklich. Es ist unglaublich, es ist so schrecklich für mich, Jürgen. Dass wir das. Ja, dass wie die vor die Hunde gehen wahrscheinlich. Ja, und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber dennoch, ich finde es unglaublich, dass du so verzeihen kannst. Also ich bin fast gerührt jetzt schon, bei allem nicht verstehen können. Aber es hat auch was Rührendes, dass du das so sagst. Ja, weil ich sie wirklich liebe. Ja, aber nur einmal Eltern. Ja, aber wie kann man. Nein, ich will es hier nicht vorwerfen. Ich frage ja nur immer. Ich verstehe dich, ja. woher nimmst du diese Kraft oder diese Energie zu lieben, nachdem du 20 Jahre verprügelt worden bist? Tja, also ich bin seit 3 Jahren verheiratet und ich muss sagen, ich denke, dass ich die größte Kraft eigentlich durch meinen Mann kriege. Es ist wirklich so. Seitdem verändert sich unser Verhältnis dramatisch. Also jetzt erst in den letzten 3 Jahren ist es so bombastisch geworden. Ich kann wiederum auch nur sagen, dass es, glaube ich, ein ganz großes Glück für dich ist, dass du das so sehen kannst. Ja, sonst würde ich kaputt gehen. Ja, das glaube ich auch. Sonst wäre ich damals kaputt gegangen. Ich habe mir oft gedacht, als er mich geprügelt hat, wenn ich jetzt einen Schalter hätte, mit dem ich mein Leben auslöschen könnte, ich hätte ihn damals, ich glaube, fast täglich gedrückt. Hast du irgend sowas wie eine Psychotherapie gemacht, um so auf diesen Trichter zu kommen? Oder ist das alles aus dir selbst erwachsen? Nee, habe ich nicht. Das ist alles aus mir selbst erwachsen. Oder ist es auch ein Selbstschutz, dass du nur so leben kannst? Nee. Nee. Ja, ich will gar nicht weiter psychologisch herumbohren. Es ist ja auch gut so, wenn es so ist. Und deine Eltern sind ja nun auch gebeutelt und gestraft genug durch ihre Sucht.
Und wenn der Alkohol nicht wäre, Jürgen, es wären so liebe Menschen. Es wären so wahnsinnig herzensgute und liebe Menschen. Aber dieser Teufel, dieses Dreckszeug, das verändert die Menschen so enorm. Dennoch, Hut ab vor so viel Größe und vor der Fähigkeit, so vergeben zu können. Also das ist wirklich ganz, ganz einzigartig, glaube ich. Andrea, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Alles Gute und alles Liebe dir. Alles Gute für dich. Dankeschön. Ja? Tschüss. In der Technik mit Michael Jansen. Bis morgen 1 Uhr. Tschüss.